Ziemlich tief ins Netz, muss man sagen. Also beim Aufschlag stimmt es überhaupt nicht in diesem zweiten Satz bei den Gastgebern aus Friedrichshafen. Aber diesmal steht der Block. Wieder José und Remic. Und der Ball ist lang in der Luft, aber die Sicherung des Angriffs, die war zu weit vorne und deswegen fällt er hinten Richtung Position 5 auf den Boden. Nix ist mit Satzball Rottenburg, Ausgleich 23-23. Eben noch im guten Block. Milos Vimic jetzt beim Aufschlag. Mal gucken, ob er den rüberbringt. Tut's. Aber die Annahme passt auch. Klasse Rettungsaktion. Der Ball noch im Spiel. Und Falko Steinke überspringt hier den Ball. Und er läuft ihn aus dem Hohenkreuz heraus. Da ärgert er sich. Das war die Chance für Rottenburg. Hier erstmal gute Abwehr, tolle Aktion von Rosic, den Ball da zu halten und dann einfach, naja, das war mehr Zweckoptimismus, er weiß es genau. Der Ball hat nicht gepasst, Falko Steinke, und es heißt Satzball Friedrichshafen. Steinke kriegt ihn wieder zur Bestätigung und er macht es diesmal richtig. Zieht die Linie entlang, schlägt den Block außen an. Nur ein einer Block und Jerome Trommel. Der war ziemlich dicht und da packt Steinke zu. Trommel zuckt die Achseln und sagt, was soll ich da machen? Naja, den Block hauen ist natürlich suboptimal, aber was soll's, der Ball ist gespielt und Rottenburg kommt zum ersten Satzball. Auszeit, Stelia Moculescu. Friedrichshafen muss sich eines ersten Satzballs erwehren. Wieder keine gute Annahme, Rosic. Aber Gontario sagt, nein, bring diesen Angriff über die Position 2, diagonal ins Feld. Beziehungsweise über die 1, Hinterfeldangriff, Ausgleich Friedrichshafen. Glück, von der Netzkante geht's weiter. Und wieder Mehlberg die Linie entlang. Aber der Ball, dem sich Friedrichshafen schon gefreut hat, wird gut gegeben. Schauen wir nochmal hin. Ja, auf der Linie. Verschämtes Auszeichen von Stelian Moculescu. Aber dann zeigt er an. Nee, nee. Schon richtig, der war gut. Rottenburg mit Satzball 2. Jerome Trommel wehrt ihn ab.
So einfach kann es gehen. Block nicht geschlossen. Gontario und Böhme kommen nicht zusammen. Gontario zu weit die Linie entlang. Steinke trifft die Lücke. Der dritte Satzball für die Gäste. Jetzt beim Aufschlag Hans Zipowitz. Gontario, der macht's, sieht die Lücke, kommt diagonal vorbei mit seiner linken Klebe. Beziehungsweise außen vorbei am diagonal stehenden Block, so ist es richtig. Und den hat Felix Horn zu dicht auf die 4 gestellt, direkt vor ein Haus von Doppelblock. Nichts zu machen im Angriff und Satzball Nummer 2 für Friedrichshafen. Undankbare Aufgabe hier für Matthias Pompe. Und natürlich ging es über Steinke und das wissen Sie in Friedrichshafen und es hat nicht gereicht. Friedrichshafen macht diesen zweiten Satz zu. Vielleicht eine Vorentscheidung? Fragezeichen. Sie waren dran, die Rottenburger. Hatten 3 Möglichkeiten, den Satz zu gewinnen. Aber der Ball war zu offensichtlich und dann packen sie wieder zu. Milos Vemic und sein Mittelblocker João José. Und damit ist Friedrichshafen dann doch 2:0 in Führung nach einem klar gewonnenen ersten Satz. Ein gerade so gewonnener zweiter. Und Rottenburg muss sich ärgern. Das wäre eine Chance gewesen. Es gibt jetzt eine längere Pause, die Rottenburg sicherlich brauchen kann. Mal gucken, ob sie sich noch einmal motivieren können nach dieser knappen Entscheidung im zweiten Durchgang. Friedrichshafen ist noch auf dem Feld. Hier unten links sehen wir sie. Rottenburg schon in die Kabine abgewandert. Und ich bin jetzt bei Jörg Papenheim, dem Manager des TV Rottenburg. Kurzes Fazit, Rückblick auf diesen zweiten Satz. Da war was drin. Ja, unbedingt war was drin. Ich glaube, wir haben die Nervosität im ersten Satz ein bisschen abgelegt. Da waren wir schon sehr ehrfürchtig. Haben uns jetzt da viele gute Sachen erkämpft, im Aufschlag viel besser agiert. Ein Stück weit unglücklich und ein bisschen abgezockt von Friedrichshafen. Aber ich hoffe, dass wir das Niveau halten können und ein bisschen weiter dran kitzeln. Das wird den Satz gewinnen. War vielleicht der beste Satz in dieser Saison gegen Friedrichshafen? Gegen Friedrichshafen diese Saison, ja. Wir haben uns da noch nicht mit Ruhm bekleckert, aber sind gerade dabei. Und ich hoffe, dass es noch weitergeht und dass die Serie dann auch noch ein bisschen spannender wird hier im Playoff. Hier bei Ihnen sitzt im Moment Hans-Peter Müller-Angstenberger. Also im Moment ist er gerade bei seinem Team in der Kabine. Wie verhält er sich hier? Was hält das aus an der Bande? Nein, in dem Satz kaum. Im ersten Satz war er auch ein bisschen getroffen natürlich von den klaren Ergebnissen, aber jetzt war er angezündet und hat gebrannt. Lichterloh, möchte ich sagen. Haben Sie schon mit ihm sprechen können? Was wird jetzt gesprochen in der Kabine? Ein 1-1 wäre natürlich eine ideale Ausgangsposition nach 2 Sätzen, aber was macht man nach 0-2? Ich denke, wir müssen jetzt genau die Spannung halten, genau so weiterspielen, wie wir jetzt begonnen haben. Ein paar blöde Fehler weglassen. Wir dürfen nicht, wenn wir in Führung sind, dann so viele Aufschlagfehler machen, sondern müssen da konsequent weiter und mutig spielen. Vor allem mutig spielen, ich glaube, dann haben wir da eine gute Chance. Andererseits muss man Realist bleiben und sein, wenn dieses Spiel hier nicht gewonnen wird, ist wahrscheinlich Endstation in den Playoffs im Viertelfinale. Was anderes war auch nicht zu erwarten gegen den deutschen Meister. Deswegen ein Blick nach vorn. Wie sieht's aus? Es gibt personelle Veränderungen in Rottenburg. Ja, richtig. Wir werden auf jeden Fall ein Stück weit variieren. Matthias Pompe, unser Captain, wird uns verlassen. Ich denke auch da nach vielen Jahren für ihn mal eine Veränderung am Start, für uns eben auch. Und ein Stück weit müssen wir uns was auch einfallen lassen, um nächstes Jahr besser uns zu präsentieren, als wir es dieses Jahr getan haben. Ist schon ein herber Verlust, Matthias Pompe. Natürlich, er hat hier sehr viele Jahre sehr gut gespielt für uns. Aber ich denke, wäre vielleicht auch einfach jetzt wieder an der Zeit, für ihn einen Impuls zu bekommen, für uns da was zu tun und was zu verändern. Und das ist unsere Aufgabe und da werden wir rangehen. Was waren die Gründe für seinen Weggang?
Nein, die Gründe sind einfach das, dass wir in Rottenburg sehr noch darauf angewiesen sind, im Sponsoring-Bereich weitere Schritte zu tun. Das müssen wir machen, sonst werden wir uns nicht unserem Ziel nähern können, uns in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren. Das wollen wir und darauf arbeiten wir hin. Und dementsprechend konnte ich ihm nicht das Angebot stellen, wie er es sich vorgestellt hätte oder vielleicht auch dann einfach für sich gesehen hätte. Auch Falko Steinke, Felix Horn sind noch nicht sicher oder fraglich für die kommende Saison. In gewisser Weise stehen sie nur mit einer halben Mannschaft da. Ja, da bin ich recht entspannt. Wenn ich mir so die Kollegen anschaue in der Liga, hat man nicht so wahnsinnig viel gehört. Da sind wir tendenziell immer sehr früh dran, dieses Jahr ein bisschen später. Wir haben aber schon gute Gespräche geführt, sodass ich auch sehr zuversichtlich bin, dass wir in den nächsten Wochen schnell nachziehen können und die Mannschaft sich darum aufbaut. Und ja, Sie haben es angesprochen, Felix Horn hat natürlich eine große Priorität im Studium. Sehen die Zeichen auch so ein bisschen aus, dass es vielleicht den Vorzug bekommen wird. Und bei Falko würde ich es völlig offen bezeichnen. Er hat eine starke Saison gespielt, er hat sich gut entwickelt bei uns 2 Jahre. Wir würden gerne mit ihm noch weitermachen und ihn weiterentwickeln. Und das muss jetzt eben schauen, abwägen, wo da die Möglichkeiten für ihn auch sind. Sie haben die Sponsoren angesprochen, natürlich ganz wichtig, ganz elementar. Wie läuft die Sponsorenakquise in Rottenburg zurzeit? Naja, die Ergebnisse der letzten Wochen waren jetzt nicht unbedingt wahnsinnig förderlich dafür. Aber ich denke, man muss auch das große Ganze sehen. Wir haben da wirklich was aufgebaut, was uns niemand zugetraut hätte in Rottenburg, der kleinen Stadt. Und haben uns da etabliert, entwickelt. Und das ist der Job über den Sommer. Wir müssen hier richtig was hinbekommen. Und ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir da auch was hinbekommen werden. Da wünschen wir Ihnen viel Erfolg dazu und vielleicht jetzt auch noch Erfolg im dritten Satz, dass wir nicht nur noch einen dritten Satz sehen. Im dritten, vierten und im fünften dann. Da würden wir uns drauf freuen. Okay, vielen Dank, Jörg Pappenheim. Dankeschön. Wir sind zurück in der ZF Arena zu Friedrichshafen am Bodensee und erwarten den dritten Satz zwischen dem deutschen Meister und Titelverteidiger VfB Friedrichshafen und dem 8. Platzierten der Hauptrunde, dem NBW TV Rottenburg in Rot, rechts vom Netz. Es ist die erste Viertelfinalbegegnung hier zwischen diesen beiden Teams. Am Dienstag geht's weiter. Eine weitere findet in Berlin statt. Und da hat durchaus überraschenderweise Bottrop einen Satz gewonnen gegen den favorisierten SCC, nämlich den 2. mit 25:21. Werden wir hier nochmal Jörg Pappenheim und den Haupttrainer der Rottenburger, Hans-Peter Müller-Angstenberger, sehen, der zum Zuschauen verdammt ist durch seine 3. gelbe Karte, die er sich im Spiel gegen die Titans aus Wuppertal eingehandelt hat. Darf er diesmal nicht an der Seitenlinie stehen. Wir sehen einen schönen Auftaktballwechsel mit dem besten Ende für Friedrichshafen. Eigentlich Dankeball-Situation für Rottenburg. Sie können nichts draus machen. Zu flach für Falko Steinke. Und der kriegt den Ball nicht über die Netzkante. Markus Böhme ist oder wäre da gewesen. 1. Punkt an Friedrichshafen. Und der 2. auch. Matthias Pompe trifft hier voll den Block von Adrian Gontariu, der schon im 2. Satz einige gute Aktionen gezeigt hat. Und hier ganz alleine Matthias Pompe abgreift. Jetzt macht's Pompe besser. Der 27-jährige Nationalspieler, der, wir haben es gehört, mit Sicherheit den TV Rottenburg verlassen wird. Noch ist nicht klar, wohin. Aber Angebote soll er bereits einige vorliegen haben. Hans Zipowitz mit einem Fehlaufschlag geht raus. Für ihn wieder auf dem Feld sein Libero Willi Belitzer. Schöner Hinterfeldangriff
von Dirk Mehlberg. Das ist seine Stärke.